Hallo zu diesem Videotutorial von Archaia. Im vierten Teil über die Conga-Techniken geht es nun um die Stücke. Da muss ich gleich vorneweg sagen, dass ich kein Schlagzeuger bin, sondern diese Technik von vielen verschiedenen Lehrern gelernt habe, auf vielen verschiedenen Instrumenten mit unterschiedlichsten Stücken. Es ist eine generelle Technik, aber die Herangehensweise an jeden Stock, die muss man sich dann selber erarbeiten. Ich zeige euch auch, dass man auf der Conga nicht nur auf dem Fell spielt, sondern dass es auch andere Stellen gibt, dass man mit einem Stock oder mit zwei Stöcken spielt und eine Schlagart, die zwar selten vorkommt, aber die ihr doch kennen solltet, den sogenannten Rimshot, werde ich euch auch zeigen. Und nun lasst uns reingehen. Man nimmt den Stock zwischen Daumen und Zeigefinger, und zwar in der Beuge zwischen dem ersten und dem zweiten Fingerglied. Dabei wird der Stock ringartig von beiden Fingern umschlossen. Der Stock wird ungefähr bei einem Drittel gehalten, so dass zwei Drittel nach vorne schauen. Aber das variiert von Stock zu Stock etwas. Man muss ein Gefühl entwickeln, wann einem der Stock maximal gehorcht und trotzdem ganz locker in der Hand liegt. Der Ort, an dem der Stock gehalten wird, fungiert nun als eine Art Gelenk. Um diesen Punkt schwingt der Stock. Man darf ihn also nicht steif halten, sondern, wie in der Zeitlupe schön zu sehen, muss der Stock eine Eigendynamik entwickeln. Auch hier, wie bei praktisch allen Schlägen, kommt die Bewegung und damit die Energie ausschließlich aus dem Handgelenk. Beim Rimshot wird der Stock parallel auf das Fell geschlagen, ungefähr bis zur Mitte des Felles. Das muss man üben. Sonst trifft man mit einem nicht genau parallelen Stock entweder die Kante der Trommel oder aber man trifft mit der Spitze des Stocks das Fell.